Name ist Markus Stäuble, live von der Web-Developer-Konferenz in Hamburg. Neben mir habe ich Alexander Schulze. Hallo Alex, vielleicht stellst du dich ganz kurz vor. Ja, hallo Markus. Ich bin der Alex, CEO von InnoTrade und Gründer des JWebSocket Frameworks als Real-Time-Kommunikations-Framework für die Open-Source-Community. Vielleicht kurz für die, die es noch nicht kennen, JWebSockets, was sind WebSockets? WebSocket ist ein neues Kommunikationsprotokoll aus dem HTML5-Standard, was es unterstützt, interaktive Anwendungen besser zu machen. Im Vergleich zu HTTP haben wir wesentlich geringere Latenzen, was die Anwendungen wesentlich reaktionsfreudiger macht. Wir haben weniger Overhead, was die Applikation wesentlich schneller macht. Im Mobilfunkbereich haben wir weniger Volumen, was die Applikation günstiger macht. Und insgesamt hat es ganz, ganz viele Vorteile. Wir sparen viele Kosten, was uns einen Wettbewerbsvorteil bringt und ein gutes Werkzeug für unsere Softwareentwickler darstellen wird. Hier vielleicht die Frage, wird es HTTP ersetzen? Ersetzen glaube ich auf kurzfristige Sicht nicht, aber es wird natürlich für viele Dinge, wie zum Beispiel eine Online-Zusammenarbeit, wie im Online-Gaming, wird es ganz viele Applikationen geben, die sinnvollerweise umgestellt werden müssen. Was jetzt nicht heißt, dass man mit Hochdruck alles das, was bisher auf etablierten Technologien besetzt, heute oder morgen ersetzen muss, wie beispielsweise Web-Services. Wir haben nach wie vor ihre Berechtigung, REST-Services, JSONP, NSN etc. Alles das sind Technologien, die sind etabliert, warum sollte man sie über den Haufen schmeißen? Mhm. Wenn man aber heute wirklich Anwendungen hat, die auf schnelle und effektive Kommunikation aufbauen, sollte man die neuen Anwendungen natürlich mit neuen Protokollen aufbauen. Und es macht in bestimmten Bereichen auch Sinn, das zu ersetzen. Wir haben schon sehr viel berichtet, bitte. Du hast sehr viel für uns geschrieben oder dein Team. Was heißt eigentlich, eine Open Source Community aufzubauen? Ja, im Wesentlichen geht es ja mal darum, die Bedürfnisse der User zu analysieren und einfach mal zu verstehen, wo ist eigentlich das Problem. Und das Problem bei WebSocket ist ja beispielsweise, dass wir mit Polling-Mechanismen doch mit sehr viel proprietären Technologien zu tun haben. Wir haben individuellen Entwicklungsaufwand. Wir haben die Aufgabe, dass wir die unterschiedlichen Plattformen zusammenführen müssen, dass wir die unterschiedlichen Betriebssysteme, die unterschiedlichen Programmiersprachen haben. Und insofern ist es jetzt nicht nur ein technischer Aspekt, dort ein technisches Produkt anzubieten, sondern für unsere Open Source Community geht es in erster Linie mal darum, die ganzen User zusammenzuführen und das Problem zu lösen, dass unsere Entwickler immer individuell programmieren müssen. Da haben wir versucht, in Richtung Standards zu denken, eben ein einheitliches Protokoll für alle Plattformen anzubieten, die verschiedenen Clients über einen und denselben Server kommunizieren zu lassen, unabhängig von Datenformaten, um alle diese Entwicklungen, die teilweise das in den kleinen und mittelständischen Unternehmen ein bisschen schwierig machen, zu vereinfachen. Jetzt hier die Frage, entwickelt die Community auch für JWebSockets oder nutzt die das nur? Ja, also wir haben verschiedenste Committer und Kontributoren aus den unterschiedlichsten Bereichen. Das sind Bereiche aus der Universität, das sind Bereiche aus den Unternehmen. Wir haben Committer, die ausschließlich für uns tätig sind. Also insofern ist es ein breit gefächertes Spektrum aus allen Ländern dieser Welt. Wie bekommt man jemanden motiviert, dort mitzumachen? Oder muss man gar nicht motivieren? Kommt es von selbst? Auch die Motivationsfaktoren sind ganz unterschiedlich. Das kann zum einen eine technische Motivation sein, dass man wirklich einfach mal mit einem Freak zu tun hat, der eine neue Technologie ausprobieren will. Das sind natürlich teilweise auch tatsächlich echte Business-Wünsche. Da geht es einfach darum, bestehende Applikationen zu optimieren, weil einfach ein technischer Bedarf da ist für deren Kunden. Da geht es natürlich auch teilweise um Reputation. Ja, also ich selber schreibe ja auch sehr viel auch für euer Magazin und ich versuche also auch die Committer dort immer mit zu integrieren, einfach auch um einen gewissen Know-how-Aufbau zu machen, um einfach auch das Wissen, was man sich aneignet im Laufe der vielen Jahre, auch in der Community zu verbreiten, weil es geht nicht einfach nur darum, immer ein Produkt zu machen, sondern eben auch das Wissen zu veröffentlichen und es der Gemeinheit zur Verfügung zu stellen. Vielen Dank für das Interview, Alex, und bis zur nächsten Konferenz. Dankeschön.